when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Ja, so wie es aussieht, bin ich ein Wanderer. Ich gehe von hier nach dort und weiß nicht, an welchem Ort ich bleiben soll. Ich bin sozusagen voll der Mega-Loser und ich weiß das ja schon länger. Beziehungsweise es ist halt immer wieder so, dass es mir auffällt, dass ich es einfach nicht schaffe, irgendwas zustande zu bringen und ja, ich finde es aber nicht so schlimm. Ich habe es mittlerweile akzeptiert. Ja, und weil es mir so scheiße geht oder weil ich so viel falsch mache scheinbar und der Staat mir die ganze Zeit auf der Pelle hängt, stehen jetzt ca. 8.000 Euro zwischen mir und meiner Freiheit und ich komme einfach kein Stück weiter. Und ja, wenigstens habe ich jetzt von der Polizei dieses iPhone, mit dem ich gerade filme, wiederbekommen. Das verkaufe ich aber auch die Tage wieder, um mir ein günstigeres zu holen. Und ja, da ich noch nicht mal irgendwie es schaffe, einen Job zu finden oder irgendwie Geld zu verdienen, wollte ich euch jetzt darum bitten, mich zu unterstützen, wenn ihr Bock darauf habt. Ich dachte halt, ja, es gibt 87 Millionen Menschen in Deutschland und wenn mir 8.000 davon einen Euro geben, dann bin ich sicher und in der Freiheit. Wenn ihr genauer wissen wollt, was dazu geführt hat, dass ich Geldstrafen bezahlen muss, dann könnt ihr mich da gerne anschreiben und ich schicke euch ein privates Video oder ich teile euch das persönlich mit. Ja, es können auch 800 Menschen 10 Euro geben. Ich bin auch gerne dazu bereit, eine Gegenleistung zu erbringen, bei euch vorbeizutrampen oder zu wandern und was für euch zu tun. Oder wenn ihr irgendwelche Möglichkeiten für mich habt, zu arbeiten, als Masseur oder im Wald oder eine helfende Hand zu sein, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ich muss die 8.000 Euro ja nicht auf einen Schlag bezahlen, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, und so habe ich jetzt halt den Beschluss gefasst, dass ich auf jeden Fall auch was dafür tun will. Und deswegen gehe ich jetzt von Haus zu Haus, und in diesem Dorf habe ich angefangen, und frage die Leute einfach, ob ich was für sie tun kann und ob sie mir denn vielleicht ein bisschen Geld geben möchten. Und biete dafür meine Fähigkeiten an als Mensch mit heilenden Händen, als Masseur oder auch einfach nur als Helfer. Und ja, mich würde es halt freuen, wenn das Früchte trägt. Und ich habe mir auch vorgenommen, eben regelmäßig Vlogs zu machen und die hochzuladen und euch zu berichten, was ich so erlebt habe auf dem Weg. Und ja, ich denke, ich fange in meiner Heimat irgendwo an und gehe dann so langsam Schritt für Schritt in Richtung Freiheit. Ja, sollte das alles schief gehen und ich doch in den Knast wandern müssen, habe ich beschlossen zu versuchen, dem Friedensmarsch noch beizutreten Richtung Aleppo vorher und dann erst, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme, in den Knast zu gehen. Die Zeit, die ich sitzen würde, wäre circa 1,5 Jahre. Ja, ich bin der Meinung, dass ich der Menschheit mehr wert bin, wenn ich nicht da drin bin. Deswegen bitte ich euch darum, mir zu helfen. Ihr könnt direkt auf mein Konto überweisen, das werde ich euch in die Videobeschreibung mit reinschreiben. Oder vielleicht mache ich auch eine Kickstarter-Kampagne, die wird dann auch in der Videobeschreibung zu sehen sein. Ja. Auf jeden Fall haben diese Geldstrafen damit angefangen, dass ich mich angefangen habe, gegen dieses System zu wehren.
Und vielleicht war ich dabei auch etwas zu aggressiv. Ich habe auch eigene Fehler gemacht, die mit Sicherheit dazu beigetragen haben. Davon möchte ich mich nicht freisprechen. Ich kämpfe seit 2 bis 3 Jahren aktiv für den Frieden und gegen diese Unterdrückung, gegen den Faschismus an. Ich möchte auch gar nicht so dagegen, sondern eher das stoppen und dann für etwas anderes wirken. Deswegen habe ich auch das Ziel gehabt, hier in der Gegend ein Permakulturprojekt mit voranzutreiben. Das kann ich aber nicht so gut, wenn ich die ganze Zeit unter Druck gesetzt werde von diesem stetigen Damoklesschwert, das über mir schwebt. Und deswegen bitte ich euch halt darum, inständig mir zu helfen. Und ja, ich kann euch auch gerne dafür irgendein Geschenk machen, wenn ich irgendwie dazu komme oder die Möglichkeit habe. Ja, und wenn es nur ist, dass ich euch in einem Video erwähne oder irgendwas, ja. Ich versuche halt auch, genau wie jeder andere Mensch, einfach nur diese Welt irgendwie mit mir, ja, durch meine Taten ein bisschen besser zu machen. Zumindest hoffe ich, dass jeder Mensch das versucht. Aber ich schaffe das halt auch nicht so gut, weil ich nicht immer perfekt bin. Ich bin nicht so perfekt wie die meisten, die irgendwie ihr Leben schon immer gut gemeistert haben und immer alles richtig gemacht haben. Und ja, ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen soll. Aber ich versuche es halt immer wieder und ja, ich gebe erst auf, wenn ich tot bin. Von daher, dann wünscht mir Glück, ich wünsche euch auch alles Gute. Ach so, mal davon abgesehen, mir fällt alles unterm Arsch zusammen. Ich weiß selber nicht mehr, wie ich mir irgendwas Neues leisten oder kaufen soll oder weiß ich nicht. Naja, okay. You are